Herzlich willkommen zum bundesweiten Vorlesetag. Jetzt sitze ich hier ganz alleine. Ich hatte mir vorgestellt, dass dieser Vorlesetag so aussieht, dass ich mit vielen jungen Menschen hier sitze und aus dem Buch Drang nach Leben lese. Ein Buch, eine Lebensgeschichte von Sabina van der Linden-Wolanski, die ich persönlich kennengelernt habe. Und es für mich ein großes, großes Glück war, dass ich ihre Geschichte lesen durfte. Und ich werde nachher ein paar Stellen aus ihrem Buch vorlesen und freue mich jetzt hier in dieser neuen Synagoge in der Oranienburger Straße, die ihr sicherlich alle kennt, diese schöne Synagoge mit der goldenen Kuppel und dem Davidstern. Sitze also hier und werde euch versuchen, die Geschichte von Sabina ein bisschen nahe zu bringen. Musik. 1948 war ich in Paris. Die Tore zur Welt hatten sich für mich gerade erst geöffnet. Ich war jung und verliebt. Ich war berauscht von der Atmosphäre. Ich hatte meinen Sinn für Schönes nicht verloren und war bereit für ein neues Leben auf der anderen Seite der Welt. Im Juli 1950 legten wir im Hafen von Sydney an und schon bald wurde aus der Pariser Ansteckkrawatte ein großer Trend in meiner neuen Heimat. Es ist richtig, dass wir in jenen Jahren im Konsum aufgingen, um einen guten Lebensstandard für unsere Kinder aufzubauen. Niemand sprach es aus, aber Spaß war etwas, von dem wir dachten, dass wir es nach allem, was wir überlebt hatten, einfach verdienten. Erinnerung ist schmerzvoll, doch nicht so schmerzvoll wie das Vergessen und das Vergessenwerden. Seit mehr als 2 Jahrzehnten war meine Familie tot und ihr Mörder hatte nicht bloß überlebt, sondern es war ihm gestattet worden, sein Leben wieder aufzubauen. Ich war es meinen Verwandten schuldig, auszusagen, mich zu erinnern. Ich wuchs am Fuße der Karpaten auf. Ich hatte den Geruch von Öl in der Nase und träumte derweil von Paris. Ich war das Nesthäkchen der Familie, verwöhnt und eigensinnig. Zosa Zamosza nannte mich meine Mutter, nach einem bekannten polnischen Gedicht über ein kleines Mädchen, das alles auf seine Weise tun wollte. Meine Mutter Sala und mein Bruder Josek waren meine Erde und mein Himmel. Ich entsinne mich nicht mehr vieler Einzelheiten dieses ersten traumatischen Gemetzels in unserer Stadt 1941. Nichts in meinem Leben hatte mich darauf vorbereitet, was in diesen 48 Stunden in den Straßen unserer Stadt wütete. Ich erinnere mich, wie ich meine Mutter fragte, warum? Warum tun sie uns das an? Ich hörte Menschen draußen auf der Straße, hörte das Gebrüll der wahnsinnigen Meute, wie sie verängstigte Juden aus ihren Verstecken zerrten, um sie zu quälen, zu vergewaltigen und niederzumetzeln. Unsere Angreifer waren Menschen, die wir kannten und die uns kannten. Ukrainer, die von den Deutschen gegen uns aufgehetzt wurden. Damals verstand ich zum ersten Mal, was Angst ist. Das Schlimmste sollte erst noch kommen. 1942 war das Jahr des Todes. Eine weitere Aktion stand bevor. Man konnte die Spannung mit Händen greifen. Und jeder war damit beschäftigt, ein geeignetes Versteck zu finden. Meine Mutter und ich wurden gleich am ersten dieser 3 Tage der Aktion entdeckt. Ein SS-Mann brüllte mich an. Ich sollte nach vorne kommen. Ich umklammerte verzweifelt die Hand meiner Mutter. Er schlug mit einem Holzknüppel auf den Hinterkopf und riss mich von ihr fort. Hat sie geschrien? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß überhaupt nichts mehr von diesem letzten Augenblick, den ich mit meiner Mutter verbracht habe. Von meinem Bruder erfuhr ich hinterher, dass sie auf den Transport verladen wurde, der sie und 1000 andere aus unserer Stadt in die Gaskammern von Belzec brachte. Meine Kindheit war vorüber. Mein Bruder wurde mein Fels in der Brandung, meine Verbindung zur Welt, während ich von einem Versteck zum nächsten weitergereicht wurde. Niemals durfte ich die Namen der Menschen wissen, denn das konnte sie gefährden. Ich war so allein, so völlig abgeschnitten von der Welt.
Ich lebte in einem Wartezustand, in der beständigen Angst, ob dieser Tag mein letzter wäre. Ich tat, was man mir sagte. Mein Bruder und mein Vater wurden im Arbeitslager von Friedrich Hildebrand hingerichtet. Sein Gerichtsprozess ermöglichte es mir zum ersten Mal, über meine Vergangenheit zu sprechen, über die nicht mal meine Kinder etwas wussten. Als ich 30 Jahre später in meine Heimatstadt Boriswaff zurückkehrte, half mir die Anwesenheit meiner Kinder dabei, meinem Überleben einen Sinn zu geben. Ich kam nach Berlin, in die Höhle des Löwen. Und bei der Einweihung des großartigen Denkmals war ich die Stimme der 6 Millionen misshandelten und ermordeten Juden, die Stimme der Überlebenden. Was bedeutet es, zu überleben? Ich habe gelernt, dass Hass nur Hass hervorbringt. Ich habe gelernt, dass wir nicht schweigen dürfen und dass jeder Einzelne von uns gegen das Böse in Gestalt von Rassismus, Diskriminierung, Unmenschlichkeit kämpfen muss. Ich glaube an die Liebe und an die Möglichkeit, die Welt zum Besseren zu verändern. Ich habe sie kennengelernt, diese kleine, zarte, sanfte Frau, die mir als erstes mich gleich in die Arme genommen hat, meine kleine Schwester genannt hat und mir diesen wunderschönen Schal geschenkt hat. Den trage ich seit 10 Jahren. Und so ist es für mich eine große Ehre, eine große persönliche Freude, daraus vorzulesen. Ich heiße Dagmar Manz, ich bin eine Schauspielerin, bin eine Berliner Pflanze, lebe in Berlin, komme aus Berlin, spiele in Berlin am Deutschen Theater und singe auch seit vielen Jahren an der Komischen Oper in Berlin. Und habe auch das große Glück, nicht nur zu singen und zu spielen, sondern auch Konzerte zu geben und zu lesen. Und das werde ich jetzt tun. Ich wuchs am Fuße der Karpaten auf. Ich hatte den Geruch von Öl in der Nase und träumte derweil von Paris. Wir lebten in Boriswaff, einer vom schweren Arbeitsleben geprägten Erdölstadt im östlichen Polen. Und soweit ich weiß, ist meine Mutter nie über die Grenze unseres Provinzkaffs hinausgekommen. Doch sie fand die Vorstellung völlig normal, dass ihre kecke kleine Tochter Binka eines Tages die französische Hauptstadt im Sturm erobern würde. Ich kam nach Paris. Und wie meine Mutter es vorhergesagt hatte, war es genau meine Stadt. Das war im Jahr 1948. Und die Tore zur Welt hatten sich für mich gerade erst einen Spalt breit geöffnet. Ich war jung und verliebt. Ich war berauscht von der Atmosphäre. Ich konnte Luft holen, ganz ohne Angst. Doch selbst als ich voll Freude in einem Schwimmbad am Ufer der Seine ins Wasser eintauchte, gekleidet in die Sensation der Saison, dem Bikini, hätte ich alles dafür gegeben, einfach nach Hause zu gehen, zu Mama. Mama war tot, genau wie mein Bruder und mein Vater. Gestorben wie überhaupt das Leben in Polen für mich. Hitlers Drittes Reich hatte dafür gesorgt. Im Lauf der Jahrzehnte kehrte ich von meiner neuen Heimat Australien aus viele, viele Male nach Paris zurück. Es ist immer noch meine Stadt. Wie merkwürdig mutet es an, wie surreal, dass nun beim Rückblick am Ende meines Lebens ausgerechnet Berlin und nicht Paris oder Sydney jene Stadt ist, der ich den Vorzug geben muss. Meine Mutter, mein Vater und mein Bruder wurden von Hitlers Bestien ermordet. Ich, Sabina, Tochter von Sala und Fischel Habermann, jüngere Schwester von Josek, überlebte. Mehr als das. Ich habe gelebt, gut gelebt. Und obwohl ich niemals Paris im Sturm erobert habe, habe ich Berlin erobert. Ich eroberte es nicht als Pianistin oder Schriftstellerin, wie Mama und ich es erträumt hatten, sondern als Holocaust-Überlebende. Es war nicht das, was ich erwartet hatte. Als der Krieg vorüber war, wollte ich nur noch vergessen, dass ich jemals das jüdische Schicksal geteilt hatte. Wem ging es nicht so? Ich war am Judentum als Religion nie sonderlich interessiert. Und selbst jetzt kann ich nicht mit Sicherheit sagen, was es bedeutet, Jüdin zu sein. Aber ich wurde als Kind jüdischer Eltern im Jahre 1927 in Polen geboren. Darum war es mein Schicksal,
als Heranwachsende mit den grausamsten Auswüchsen des Bösen in der Menschheitsgeschichte konfrontiert zu werden. Und jetzt, da ich alt werde, verspüre ich das dringende Bedürfnis, daran zu erinnern, welche Rolle meine Familie und ich in jedem Kapitel der Geschichte spielten. Erinnerung ist schmerzvoll, jedoch nicht so schmerzvoll wie das Vergessen und das Vergessenwerden. So kam es, dass ich am 10. Mai 2005 auf einem Podium trat, um zur Eröffnung des deutschen Denkmals für die ermordeten Juden Europas im Herzen Berlins zu sprechen. Nach langem Ringen hatten die Deutschen beschlossen, das Denkmal, ein offenes und dauerhaftes Bekenntnis zu ihrer Scham und Schuld, einen Steinwurf entfernt von jener Stelle zu errichten, an der Hitlers Bunker einst stand. Neben dem weiten, sanft gewellten Feld aus steinernen Stelen gab es ein Informationszentrum, das die Geschichte des Holocaust dokumentiert. Darin auch unsere Geschichte, die Geschichte der Habermanns aus Boryswaff, zusammen mit den Geschichten von 14 weiteren Familien europäischer Juden. Mama, stell dir das vor. Deine kleine Binka sprach für die 6 Millionen jüdischer Opfer der Nazis und für alle jene, die planmäßige Folter und Gemetzel überlebten. Wenn du mich an jenem Tag hättest sehen können, stell dir vor, Mama, ich war in Berlin, in der Höhle des Löwen. Ich hatte keine Angst, nicht mehr. Ich war nervös, ja, und besorgt, aber nicht ängstlich. Ich wusste, warum ich hier war und wofür ich hierher gekommen war. Über 80% der polnischen Juden wurden in die Lager, Vernichtungsstätten und Erschießungsgruben der Nazis verschleppt und kamen dort gewaltsam zu Tode. 20% versuchten zu überleben. Nur die Hälfte hat es geschafft. Ich war unter den 10% polnischer Juden, die den Holocaust überlebt haben. Ich habe überlebt, weil es gibt keinen Frieden auf Erden. Und es kann kein Verstehen dessen geben, was in meinem Leben geschah. Der Versuch einer Nation, im Herzen des zivilisierten Europa ein Volk auszulöschen. Nicht etwa, weil es etwas getan hat, sondern weil es war, was es war. Der Holocaust war und bleibt jenseits der Grenzen des mir Begreiflichen. Doch vielleicht habe ich einen gewissen Grad von Akzeptanz erreicht. Mein Leben ist nicht vergebens gewesen. Ich sah in Berlin über die Menge der Würdenträger hinweg auf meine Kinder und meine Enkel und einen guten Mann, den ich meinen Gatten nenne. Kurz zusammengefasst, das ist der Sieg. Und auch wenn ich nervös war, so glühte ich doch deshalb, weil sie dort waren. Ich habe immer Liebe gebraucht, habe es gebraucht, geliebt zu werden. Mama, ich habe Berlin erobert. Aber du hast mir beigebracht, dass der Sitz unserer größten Triumphe das Herz ist. Ich glaube an die Liebe und die Möglichkeit, die Welt zum Besseren zu verändern.